Ja, hallo und herzlich willkommen heute wieder zu Defi.jetzt. Heute die 26. Ausgabe mit dem Krypto-Rückblick für den August 2021. Mit dabei heute wieder der Ralf, der Thor und hallo. Ich. Hallo Ralf, hallo Thor. Hallo Mario. Hallo. Ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um über den letzten Monat zu reden, den wir uns ja in der letzten Folge ein bisschen von unserer besten Seite gezeigt haben. Wird es mal wieder Zeit, ein bisschen mehr über Krypto zu reden. Deswegen, Thor, erzähl uns doch erstmal, was der August uns so gebracht hat, bitte. Nur eine Anmerkung, Mario. In der letzten Folge haben wir auch über Krypto geredet. Das war eigentlich so der Aufhänger unseres Gesprächs. Im August 2021 Natürlich. Hatten wir ein Gespräch mit Maximilian Brückner über die ITSA, also die internationale Tokenklassifizierung. Wir hatten Alex Anarcho bei uns zu Gast, ich glaube sogar zweimal. Einmal mit Bitcoin über Mimpelwimpel bis Monero. Und dann hatten wir noch den Thomas Nägele endlich bei uns, der über Tokenisierung im Kryptobereich uns gesprochen hat. Und logischerweise als 25. Thema hatten wir uns selber befragt und sind der Frage nachgegangen, wo denn dieser ominöse Satoshi Nakamoto wohnt. Und der Ralf war so nett, sein Briefkastenschild abzufotografieren. Und deswegen werden wir ab der nächsten Folge nach einer anderen Persönlichkeit aus der Kryptoszene fahnden. Und wir werden das dann in der 50. Ausgabe voraussichtlich, falls wir da nicht was anderes machen, wieder auflösen, ob wir ihn gefunden haben und wenn ja, wo er wohnt oder wo er liegt oder wo er war. Der Ralf hat aber natürlich nicht sein eigenes Schildchen abfotografiert, sondern das vom Satoshi, ne? Genau, auf jeden Fall. Ich habe ihn auch gesehen, ja, und ihm die Hand geschüttelt, aber wie gesagt, er war so schnell, dass er keinen Schatten geworfen hat. Aber, ja. Hat er dir nicht seine Private Keys gegeben, nein? Nein. Ja, und wie hast du deine Hand danach nicht mehr gewaschen, Ralf? Immer noch nicht. Die ist immer noch nicht gewaschen. Hier ist die Hand. Wahrscheinlich tut in El Salvador das Netzwerk vom Bitcoin-Mining, weil das ja nun Staatswährung wird, demnächst so viel Bandbreite wegziehen aus Costa Rica, dass wir hier nicht mehr zu hören ist. Ne? Jetzt ist er naus. Gut, nachdem Thor uns dann jetzt die Gespräche im August näher gebracht hatte, die wir jetzt schon durchgeführt hatten, bei ihm leider das Internet irgendwie hat sich entschieden auszusetzen. Es funktioniert so gut wie gar nicht mehr und jetzt machen erstmal der Ralf und ich das Ganze dann also weiter. Ralf, bist du damit einverstanden? Kommen wir beide klar miteinander? Wir kommen wunderbar miteinander klar. Optimal. Und da können wir jetzt endlich mal hier jetzt optimiert durchziehen. Genau, so, jetzt geht's rund. Weiter nämlich mit den Tutorials im August. Ja, da hatten wir nämlich auch immer noch den Alex Anarcho, der hat uns ein bisschen Monero noch ein Stück näher gebracht als im Gespräch, hat uns da den Explorer, also den Block Explorer, also den Einsichtgeber sozusagen, um dem Tor mit seinen deutschen Begriffen da ein bisschen näher zu kommen, den Einsichtgeber in die Monero-Blockchain gezeigt. Der hat uns eine Präsentation von einem Monero-Vordenker gezeigt und ist noch ein bisschen auf ein paar andere Dinge mit eingegangen. Das gibt es als Tutorial-Video also bei YouTube und auf unserer Seite. Und mehr Tutorials hat man im August gar nicht. Ja, dieses Tutorial ist sehr gut angekommen. Ich habe heute wieder ein sehr gutes Feedback gekriegt. Mhm. Auch wenn das nur 90 Minuten gedauert hat, haben diejenigen, die mir das Feedback gegeben haben, gesagt, das verging wie im Flug. Im Auto haben sie es gehört, zweimal hintereinander, war eine lange Autostrecke. Aber sie dachten in Summe, es hat nur 14 Minuten gedauert. Und die fanden es sehr, sehr unterstützend und spannend. Gut, ja. Also gute Info, dass man das auch ohne Video hören kann, ja. Und ja, vielleicht, Mario, machst du mal weiter mit den Neuigkeiten aus dem August, die dir so aufgefallen sind. Ja, genau. Da habe ich heute mitgebracht zum Beispiel, das haben bestimmt ein paar Leute gemerkt, beziehungsweise hatten wir, glaube ich, auch im Chat in Telegram darüber gesprochen, dass Ethereum Improvement Proposal 1559, also EIP 1559, ist mit dem London Upgrade, mit dem London Hard Fork sogar, Anfang August live gegangen und seitdem werden also fleißig bei jeder Transaktion Ethereum verbrannt. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, bisher sind seit dem Update ungefähr 134.000 Ethereum verbrannt worden. Das sind beim derzeitigen Preis fast 450 Millionen Dollar.
die da einfach so in den sogenannten Äther gegangen sind, ne? Ja, das heißt aber nicht, dass die Anzahl der Ethereums in Summe jetzt weniger wird, also dass es insgesamt deflationär ist. Die Anzahl der Ether wachsen nur nicht so schnell. Genau. Das heißt, dadurch, dass man annimmt, dass jetzt immer mehr Nachfrage entsteht, mehr Nachfrage im prozentualen Vergleich, als wie wenn jetzt diese verbrannten Ethereums noch da wären, da ist so, dass automatisch davon auszugehen ist, durch die steigende Nachfrage, dass der Preis auf Ethereum steigen wird. Auch genau. In den, sage ich mal, nächsten 18 Monaten. Davon gehen wir aus. Ja, also das kann man auch, das stecke ich dann auch in die Shownotes mit unten, in die Links mit rein. Das kann man auch nachgucken unter etherchain.org/burn. Da sieht man dann mit jedem Block also, wie viel Ethereum ausgeschüttet wurde als Mining Reward an die Miner und wie viel verbrannt wurde. Und bisher kann ich berichten, habe ich noch keinen Block gefunden, in dem mehr verbrannt wurde, als es ausgeschüttet wurde sozusagen. Also schauen wir mal. Aber wenn Ethereum mehr benutzt wird, schauen wir mal. Vielleicht gehen wir ja doch irgendwann auch mal in die deflationäre Richtung. Ja, und es hat sich durch diesen Hardfork auch die Kapazität des Ethereum-Netzwerkes um ca. 9-10% gesteigert. Das heißt, ja, mehr Transaktionen sind dadurch ermöglicht worden. Was ich allerdings berichten kann, trotzdem, das wurde ja auch viel gesagt, dass es dadurch auch günstiger wird, die Transaktion. Das kann ich jetzt nicht sagen. Es hat sich einfach auf einem mittelhohen Stand von ungefähr 90 GY pro Transaktion fast schon jetzt festgesetzt. Und an manchen Tagen, wenn jetzt wieder irgendwelche NFTs wieder ganz, ganz im Kommen sind und irgendwelche Projekte wieder ihre sogenannten Drops, also ihre ersten Editionen rausbringen, da habe ich auch schon Transaktionen gesehen, da geht die Transaktionsgebühr von 90 GY auf 400 bis 1000 GY hoch. Also es ist immer noch ganz schön verrückt. Billiger ist es nicht geworden. Die Blöcke sind nur besser nutzbar und es ist dadurch besser vorhersehbar geworden, wann man denn in den nächsten Block sozusagen gemeint wird, wann die eigene Transaktion mit in die Chain eigentlich aufgenommen wird. Mal gucken, wann es denn auch endlich billiger wird. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt und schaue dem sehr, sehr hoffend entgegen. Ja. Ja. Gucken wir mal. Was hast du denn noch weiteres? Ja, das nächste war dann der Poly Network Hack. Da sind 611 Millionen Dollar verloren gegangen und dann doch nicht. Also das war wie so eine kleine Soap Opera, wie so eine kleine Seifenoper. Also da sind also in einer sogenannten Bridge, wenn ich das richtig verstanden habe, im Poly Network. Das ist anscheinend ein Yield-Aggregator. Verbessert mich bitte auch im DeFi-Chat, wenn ich das jetzt falsch erzähle, der auf der Binance Smart Chain und auf Polygon und auf Ethereum anwesend ist. Und da hat ein Hacker die Brücke sozusagen zwischen diesen drei Chains angegriffen und hat Token im Wert von 611 Milliarden Dollar also verschwinden lassen. Daraufhin wurden dann 30 Millionen dieser Token, das waren Tether, da hat sich die Tether Foundation mit eingeschaltet, da wurden dann die Tether erstmal sozusagen, wie nennt sich das, die wurden gefroren, also eingefroren. Da hat die Tether Foundation also gesagt, diese Tether, die auf dieser Adresse liegen, die dürfen nicht mehr benutzt werden, denn die sind gehackt worden. Dann hat der Hacker angefangen, Nachrichten über die Ethereum-Blockchain an alle möglichen Leute zu schicken. Er hat Lösegelder gefordert. Ich glaube, Lösegelder waren es nicht, aber er hat Bounties sozusagen, also Belohnungen an Leute, die ihm helfen wollten, geschickt. Dann hat er am Ende die Hälfte zurückgegeben und dann hat sich irgendwie rausgestellt, dass es doch ein Inside-Job war. Also ich habe nicht ganz so das Ganze so richtig verfolgt. Ich habe vorhin versucht, mal auf dieses Thema nochmal wieder draufzukommen. So wie ich es jetzt gelesen habe, sind alle 611 Millionen Token, beziehungsweise alle 611 Millionen Dollar sind wieder zurück. Der Hacker war also ein White Hat. Zwischendurch hat das Poly-Network den auch noch versucht, 500.000 Dollar zu bieten als Lösegeld sozusagen, dass er die 611 Millionen zurückgibt und hat ihm dann sogar noch einen Job angeboten. So wie ich das jetzt gelesen habe, war es aber eigentlich der eigentliche CTO der Firma oder der CSO, der Chief Security Officer von Poly Network selber. Also es wirkt am Ende wie ein großer PR-Stunt. Hast du davon was mitbekommen, Ralf? Ja, also meiner Ansicht nach ist es so etwas, aber ob sich das im Nachhinein
immer dann so herausstellt oder beweisen wird, wenn wir nicht sehen. Meine Vermutung ist ganz einfach PR machen und Umsatz generieren. Ja. Solange wirklich die alle Nutzer ihr Geld wieder zurückbekommen und danach sieht es jetzt aus, wenigstens nichts schiefgegangen, da ist den Leuten am Ende sind den Leuten aber trotzdem die Zinsen abhandengekommen. Das muss man bedenken. Ja, das stimmt. Aber wenn man mal bedenkt, was vor circa 5 Jahren, als es den DAO-Hack gab, was da so alles passiert ist, da sind ja wirklich ein paar Dinge verloren gegangen. Hier insofern denke ich, jeder hat sein eingesetztes etwas zurückgekriegt ohne die Wertvermehrung. Das ist insofern okay. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was natürlich schade ist, in der großen Presse, und das habe ich auch mitbekommen, sowas, da wartet natürlich auch die Mainstream-Presse immer auf sowas, wenn es Probleme bei Blockchain gibt, weil da kann man dann schön die Hand und den Finger drauf zeigen, von wegen, schaut mal, wie unsicher das alles ist. Ich habe zumindest aus der normalen Presse, die sich jetzt normalerweise nicht mit Bitcoin immer jeden Tag beschäftigt, mitbekommen, dass der Hack stattgefunden hat. Allerdings nirgendwo bisher da was davon gelesen, dass alles Geld zurückgegeben wurde. Also was am Ende in der normalen Welt, in der Welt, die sich nicht mit Bitcoin und Krypto jeden Tag beschäftigt oder auch nicht einfach den ganzen Tag hängen bleibt, ist, Poly-Network wurde gehackt, Geld war weg. Ob das Geld jetzt zurück ist, das wissen die ja gar nicht. Deswegen tragt das gerne weiter, wenn ihr das jetzt hört. Ja. Und Binance, ist das wirklich so, dass die jetzt in Europa überall KYC einführen? Ja, auch da wäre ich gerne einen Link von einem Tweet von dem Chef, von dem CZ, von dem Chef von Binance mit verlinken. Ich habe auch, als ich mich bei Binance angemeldet habe, jetzt eine Meldung bekommen. Erstmal haben sie keine Derivate, kann man keine Derivate mehr handeln, also keine gehebelten Produkte mehr. Und die haben die Abhebegrenzen für nicht verifizierte, also nicht KYC durchgeführte Nutzer sehr stark gesenkt, glaube ich, auf 0,02 Bitcoin pro Tag, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es zeigt auf jeden Fall, Binance ist in Europa angekommen und muss sich am Ende auch wieder der europäischen Gesetzgebung unterwerfen, damit sie mitspielen dürfen. Und zu der Gesetzgebung gehört halt die Know Your Customer-Regel, also das Offenlegen derjenigen, die da mit bei Binance bei der Partie sind. Ja. Aber was ich von Binance, also das ist meine Meinung, was ich gar nicht so schlecht finde, ist, dass die erstmal nicht wie andere in vorauseilenden Gehorsam alles schön so abdichten, wie es eventuell eine SEC oder eine FATF fordern könnte, wie das Cardano jetzt zum Beispiel macht, sondern dass Binance sagt, ne, ich halte das auch mal ein bisschen aus und lote mal aus, wie weit kann ich wirklich gehen. Auch im Sinne der Einfachheit und der möglichen Freiheit, in Anführungsstrichen, für den Endnutzer. Und das finde ich gar nicht so schlecht an dieser Stelle, dass sie sich am Ende natürlich doch den Dingen entsprechend beugen, ist okay. Aber es führt ja dann natürlich auch zu höheren Aufwänden auf beiden Seiten. Ja, ja. Beiden Seiten, damit meine ich Binance selber und dem Endkunden als privaten Nutzer. Ja, was meinst du da bei Cardano? Was ist da los? Bei Cardano, da ist es ja so, die entwickeln jetzt eine erste DEX und bei dieser DEX ist es gleich von Beginn an, wird es von Beginn an so sein, dass die Nutzer diese DEX nur nutzen können, wenn sie sich mit KYC anmelden. Ach Quatsch. Und das für einen DeFi-Service. Das ist also vorauseilender Gehorsam. Das ist kein Quatsch, sondern eine Ankündigung von Ausgehenden selber. Das hat ja nicht mehr viel mit DeFi zu tun. Ja, eben. Das beschneidet die Dinge, also vorauseilender Gehorsam. Ja, und das führt dann dazu, dass vielleicht Cardano unter Umständen, da kommen wir ja dann noch dazu, das, was jetzt mit dem Infrastrukturgesetz in den USA passiert, unter Umständen führt das ja dazu, dass das dann der Maßstab wird für alles, was dort Bitcoin oder dezentrale Finanztransaktionen betrifft. Schauen wir mal. Hi Thor, hast du besseres Internet gefunden, Mensch? Ja, kam irgendwie um die Ecke. Schön. Das Internet, wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich zu dir gekommen. Ne? Du hast dich gefunden, da hat es dich heute mal gefunden. Thor, ja, nirgends Mensch, sicher du auf hast diesem Internet. Sorgenfalten. Zwei Sachen, also nochmal, wenn die KYC einführen wollen bei Cardano, dann ist das keine DEX mehr, das geht nur zentral über eine ZEX. Weil irgendwer muss ja dann sagen, du darfst. Und irgendjemand muss die Daten verwalten, ne?
Richtig, da kommt ja das nächste dazu. Das andere, die andere Frage, die ich hatte, bezüglich Binance, hattet ihr gesagt, KYC für europäische Kunden, gilt das für Binance Hongkong oder nur für Binance New Jersey? Puh, du, das, gute Frage. Beides. Ja. Für beides. Gut, also ist aber nichts Gutes. Gut ist es nicht, nee. Also ich meine, es gehört halt dazu, wenn die wirklich zentrale Börsen brauchen ja irgendwo auch ihren Geschäftssitz, die müssen sich am Ende dem Fürsten unterwerfen, an dem, dessen Ländereien sie sitzen. Und wenn die liebe EU das halt sagt, dass europäische Kunden das nicht mehr ohne machen dürfen, dann ist das so. Passend dazu auch noch zwei Artikel, die ich jetzt letztens gesehen habe, dass die EU bis 2023, glaube ich, eine neue Behörde aufbauen möchte, die eben den Schwarzgeldern und der Geldwäsche im Kryptobereich nachgeht, die dann auch das durchführt, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, was der Ralf schon mal erzählt hat in einem Monatsrückblick. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher es war. Das ist, dass jeder Nutzer dass jede Transaktion im Prinzip den Empfänger offenlegen muss. Dass man eine Transaktion, wenn man sie durchführt, muss man sozusagen angeben oder muss ich wissen, an wen ich diese Transaktion schicke. Ansonsten kann sie nicht durchgeführt werden. Und so wie ich das in diesem Artikel gelesen habe, soll auch MetaMask, also dezentrale Kryptobörsen, sollen auch verboten werden. Viel Erfolg damit, liebe EU, sage ich mal. Beziehungsweise wird es dann wahrscheinlich so, dass wir hier diesen Podcast zumachen müssen oder unser Tutorial von MetaMask offline nehmen müssen. Denn wer MetaMask dann hat, der kommt wahrscheinlich dann am Ende noch in Knast. Also ist natürlich nicht ganz so. Das übertreibe ich jetzt ein bisschen. Aber wie sie das schaffen wollen, Mal gucken. MetaMask ist ein zentraler, über Infura gehosteter Service. Ach so, gut. Dezentral zwar, aber Infura ist ein zentrales Zugangsnetzwerk zu einem dezentralen Service. Nee, also ich sag's mal so, von dem Hinblick auf wirklich Geldwäsche und Steuerhinterziehung, da gab es noch einen anderen Artikel jetzt generell aus Deutschland, nicht nur Europa, dass auch die Deutschen ja zusammen mit den Europäern dann auf der Suche nach Krypto-Steuerhinterziehern sind. Es wird, glaube ich, von einer Dunkelziffer von ungefähr 2,2 Milliarden Euro, da waren es 1,2. Es waren Milliarden Dollar, Euro, die sozusagen an Steuern verloren gegangen sind, nach einem Bericht von einer dieser dubiosen Beraterfirmen. Der Staat sieht sein Geld davonfließen und die versuchen natürlich, die Löcher zu stopfen. Das kann man verstehen. Naja, auch mal schauen, da habe ich aber eine andere Meinung dazu. Bei Cum-Ex hat man wie viele Jahre, sogar Jahrzehnte zugesehen, wo Milliarden, weggeflossen oder gelaufen sind. Und hier bei solchen, in Anführungsstrichen, Kleinbeträgen, ich glaube, das Finanzimperium, das klassische Finanzimperium ist daran interessiert, an allen Ecken und Enden die neue, aufkeimende, dezentrale Finanzpflanze zu ersticken. Ja. Ralf, das kann man so nicht sagen, Cum-Ex. Das ist eher von Beraterfirmen, die Amazon, Apple und andere amerikanische Firmen beraten haben, diese Steuern sparen. Und bei Cum-Ex war es so, einer hat Steuern gezahlt. Und zwei haben Steuern zurückgefordert. Das ist noch besser. Bei dem anderen geht es nur um Steuervermeidung. Du kannst also Steuerrückforderungen, ja, ich weiß, die haben Steuerrückforderungen gedruckt, mehrfach. Und ja, na, es ist aber... Es war ja trotzdem bekannt. Das ist ja das Problem gewesen. Wer hat es unterstützt? Es gibt da eine Bank in Hamburg und da hat irgendein ehemaliger Berater, Oberbürgermeister, heute soll es ein deutscher Finanzminister sein. Ist das nicht auch so ein Kanzlerkandidat? Ja, das ja, habe ich auch so gehört. Kanzlerkandidat, ja, genau. Habe ich auch gehört und sogar gelesen. Da gibt es ja sogar eine Unterschrift drin. Ja. Aber Hauptsache, der gewinnt das TV-Duell. Aber wir wollten unpolitisch bleiben. Entschuldigt bitte. Ja, wir machen weiter. Visa, mein letztes, was ich für heute mitgebracht habe, das ist das Aktuellste, das ist letzte Woche passiert. Visa, wir alle kennen es. Visa ist ins NFT-Geschäft eingestiegen. Die haben einen sogenannten Crypto-Punk gekauft. Für 150.000 Dollar. Ja. Den billigsten zu dem Zeitpunkt, muss ich mal sagen. Aber was kannst du mit einem CryptoPunk anfangen? Wollen die das als Avatar nutzen, Visa, oder wofür? Ich habe es gecheckt. Bisher haben sie es bei Twitter noch nicht als Avatar benutzt. Man muss allerdings auch sagen, das ist ganz schönes Virtue Signaling sozusagen. Also die versuchen sich da jetzt natürlich über ein trojanisches Pferd da jetzt mit in diese Krypto, in den Krypto- und NFT-Bereich, in den dezentralen Bereich mit einzuschleusen. Sie kaufen sozusagen den niedrigst bepreisten Krypto-Punk. Also es ist zwar trotzdem verrückt mit 110.000 Dollar, aber das sind
ist ein Bruchteil eines Bruchteils eines Cents, eines Prozentbetrages, den die täglich sozusagen an Einnahmen haben. Also man sollte das Ganze nicht zu sehr überschätzen. Die versuchen einfach nur im Gespräch zu bleiben, nach meiner Meinung nach. Ne? Was sie am Ende damit machen, ist noch nicht klar. Was macht man überhaupt mit NFTs? Wir hatten ja heute die Anfrage auch bei uns im Chat. Gerne, deswegen sagen wir ja immer, kommt gerne auch zu uns in den Telegram-Chat, weil ihr uns da Fragen stellen könnt. Auch die Anfrage, ob wir uns mal ein bisschen über NFTs unterhalten können. Und was macht ein NFT, außer im Wert steigen zurzeit? Also das beobachte ich zumindest. Viel mehr kann man da halt nicht machen, meiner Meinung nach. Ja, naja, ich denke, wir werden uns dem Thema NFT auch schon nochmal widmen. Wir müssen bloß ein vernünftiges, tragfähiges Produkt finden und dann werden wir das auch nochmal thematisieren. Vielleicht nicht nur einmal in der Zukunft. Ja. Wir hatten ja schon mal ein Produkt mit Johannes. Barnbridge hat ja da DeFis, wo sie spezielle Finanzinstrumente reinpackt. Also nicht DeFis, NFTs. Irgendwann, wenn es mal ein bisschen interessanter ist und was Besseres als irgendwie Pseudografiken auf digitaler Basis, können wir uns dem Thema ja noch mal ein bisschen näher widmen. Allerdings genau. Sollte man es nicht nur belächeln, sage ich mal. Also was da gerade an Wert, was ich da in den letzten Wochen an Werten wechseln sehe, es ist unglaublich. Also sollen demnächst auch wieder NFTs im Christie's Auction House versteigert werden. Von Artblocks habe ich gelesen, glaube ich. Und die großen Player wie der Sam Bankman-Fried, hier der SBF, der Chef von der FTX-Börse, der hat jetzt auch angefangen, groß NFTs zu kaufen. Und auch der, wer es kennt, Three Arrows Capital, das ist ein großer Anlageverbund mit dem Chef Suzu. Die haben auch Milliarden hinter sich im Rücken. Die haben auch, sind auch auf sogenannten Shopping-Sprees, was NFTs angeht. Nicht nur belächeln, allerdings, ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn das wieder eine Blase ist, die sich so stark aufpumpt, dass sie wieder platzt. Ich hoffe, dass nicht der ganze Markt dadurch wieder Abgrund ist. Es gab solche Blasen ja in der Vergangenheit an Börsen genug. Man denke auch nur an die erste große Börsenblase, das waren die sogenannten Tulpen. Ja. In Holland, an der Amsterdamer Börse, glaube ich, ja, im Jahre 15 oder 1600, weiß nicht genau. Es wiederholt sich die Geschichte. Ja. Natürlich werden nicht alles Blasen sein, aber irgendwo wird es dann irgendwann mal da zu einer Konsolidierung kommen. NFTs werden bleiben, ganz klar. Die Frage ist nur, wie sich das dann durchsetzt und ob man dann auch NFTs partialisieren kann, auch das findet ja statt. Kann man schon, genau, ja. Kann man schon, aber das findet statt. Ich glaube, das wird bei reellen Anteilseignern ein NFT, nehmen wir an, eine Movie-Produktion wird gestartet oder ein wirklich elektronisch-digitales Meisterwerk entsteht und dass man da Anteile halten kann. Das wird es geben, eine Tokenisierung, das findet statt, aber es wird auch noch andere Dinge geben, die wirklich NFTs sind, aber zurzeit ist da ähnlich wie bei den STOs auch, beziehungsweise bei den ICOs, ist da auch wahrscheinlich sehr viel Scam dabei. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Zum Thema NFT möchte ich auch noch ein bisschen was anmerken. Bei NFT ist ja auch nicht klar, ab wann irgendwas eine NFT ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus tokenisiere, ist das Haus ein NFT, wenn ich davon 1000 Teile habe? Oder das ist ein fraktionalisierter NFT, ja. Ja, okay. Gut, und wenn ich jetzt 3 Häuser in ein NFT reinpacke und davon 3000 Anteile mache, ist es dann immer noch ein NFT oder ist es dann irgendwas anders? Also da gibt es so einige Fragestellungen bezüglich der Definition, ab wann ist was ein NFT und ab wann... Ja, selbst ein Bitcoin NFT. Könnte ein NFT sein und ein NFT, Bitcoin, NFT, kannst du auch fraktionalisieren. Die kleinste Einheit ist ein Satoshi. Zumindest im Bitcoin-Netzwerk. Du kannst ja, selbst da kannst du ja dann über sogenannte Vaults, das gibt es ja jetzt schon, man kann ja auch NFTs, die auf der XCP-Blockchain, habe ich jetzt letztens gelesen, das ist eine der ältesten NFTs, die es dort gibt, sogenannte Rare Pepes. Selbst die haben mittlerweile über einen Service, der sozusagen, der nimmt den NFT aus der XCP-Blockchain, was meines Wissens nach ein Fork der Bitcoin-Blockchain ist, und holt ihn auf Ethereum, indem er nämlich in diesem Vault, also in dem Tresor, den Private Key des NFTs speichert. Und so könntest du, wie du sagst, Ralf, auch einen Bitcoin in mehr als ein Satoshi-Teile sozusagen teilen. Also
in eine Milliarde von mir aus. Solange du diesen Private Key dieses Bitcoins dann eben über diesen Vault, also den Tresor, in die Ethereum-Blockchain bringst und dann kannst du so viele Teile davon machen, wie du magst. Mit Private Key meinst du den privaten Schlüssel machen? Den privaten Schlüssel, so ist es. Danke, Thor. Ralf, du hattest auch noch ein paar Nachrichten. Du warst aber heute. Jetzt fange ich erstmal richtig jetzt an. Jetzt geht's rund. Was heißt rund? Kommen wir nochmal zur Bitcoin-Adaption. Bitcoin, da habe ich ein paar Dinge. Zum einen, wir hatten ja gehört, El Salvador will Bitcoin als Zahlungsmittel einführen. Das läuft soweit. Jetzt für den 7. September, glaube ich, ist das Wallet, wofür man sich entschieden hat. Eins von zwei hat man ausgewählt. Aber es formiert sich auch Widerstand in El Salvador. Offensichtlich gehen da jetzt Leute auf die Straße gegen und demonstrieren gegen die Einführung des Bitcoin als Zahlungsmittel. Auf der anderen Seite, ein weiteres lateinamerikanisches Land, wer hätte das gedacht? Kuba hat Kryptos legalisiert. Und Kryptos, nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Kryptoassets. Das ist interessant für mich, aus meiner Sicht. Das heißt, dass die kubanischen, ehemals oder vielleicht auch immer noch sozialistischen Partei jetzt dort, dass die diesen Weg gehen, das anzuerkennen. Ist interessant. Vielleicht auch noch was weiteres. Wir hatten es ja schon angekündigt, eine weitere Neuigkeit. Ein bisschen angekündigt hat es der Alex Anarcho in unserem Podcast. Monero hat einen 20-prozentigen Kursgewinn gehabt, jetzt im August, weil sie die Atomic Swap-Funktionalität, wo man Bitcoin direkt gegen Monero tauschen kann, eingeführt haben. Und das war interessant. Meine Frage da ganz kurz, mit oder ohne KYC, ja. Ralf? Ohne. Ah, schön. Also natürlich, ja, aha. Warte, Ralf. Du hast gesagt zu Bitcoin. Ich hatte auch noch was zu Bitcoin, bevor du jetzt in den DeFi-Bereich abschweifst. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass der Anteil der Open und Close, also der Öffnen- und Schließtransaktionen im Lightning-Netzwerk, da muss ja immer eine Transaktion im Bitcoin-Netzwerk durchgeführt werden, dass der nur 0,1% aller Bitcoin-Transaktionen ausmacht. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Nutzung von Lightning oder das Schließen und Öffnen von Lightning-Kanälen noch nicht wahnsinnig verbreitet ist und auch nur einen kleinen Anteil der Bitcoin-Transaktionen ausmacht. Da muss ich jetzt aber sagen, so wie ich Lightning verstanden habe, ist das ja gar kein Problem, denn du musst ja so einen Channel nicht öffnen und nicht schließen. Wenn der erstmal besteht, dann funktioniert er ja weiter. Erst wenn du dein Geld raushaben willst, ne, dann musst du den natürlich schließen. Aber ansonsten sagt das ja nichts über das Wachstum des Lightning-Netzwerks. Das ist nämlich meines Wissens nach stark gestiegen, was die Anzahl der Nodes angeht und auch die Anzahl der Transaktionen, die im Lightning-Netzwerk selber stattfinden. Und man muss auch sagen, die Usability ist einfacher geworden. Ja? Man kann heute sehr leicht ein Endgerät beziehungsweise an das Lightning-Netzwerk in Wallet sehr, sehr einfach bedienen. Am Anfang war das immer mit 4, 5 Zähnegriffen, aber jetzt soll es wesentlich einfacher geworden sein. Wenn wir einmal bei Bitcoin noch sind, jetzt bin ich nochmal dran. Ganz interessant war für mich, dass BlackRock, der weltgrößte Finanzdienstleister oder der die meisten Finanzassets verwaltet, nämlich mehr als 9 Billionen, dass BlackRock in Krypto-Mining-Firmen $380 Millionen investiert hat über Fonds. Was bedeutet das? Das gesamte gehandelte Kryptovolumen oder was wir haben, liegt ungefähr jetzt bei $2,1 Billionen. Und 383 Millionen hat BlackRock mal so einfach so in so zwei größere Mining-Firmen investiert, in Riot und die zweite, muss ich nochmal gucken. Das ist auch interessant. Und Mining-Firmen heißt auch Bitcoin-Mining. Wollen die uns jetzt Konkurrenz machen, hä? Tja, Vulkane kaufen sie noch nicht, da sind wir intelligenter, hoffentlich, aber schauen wir mal. Da fällt mir gerade wieder, apropos Vulkan, ich war jetzt auch wieder letzten Tage unterwegs zwischen den Vulkanen, allerdings ist hier noch Regenzeit und die Köpfe sind immer in Wolken. Und was ich gesehen habe, ich habe ein Foto gemacht, da habe ich drei Enercon-Windräder gesehen.
was ich, die liefen sogar. Also es waren welche, die jetzt nicht so alt waren, also vielleicht so 2,5, 4 Megawatt Maschinen. Wir sind halt dran am Vulcano-Mining und ich habe auch meine Kontakte Richtung Russland mal ein bisschen spielen lassen und habe da ein paar Anfragen losgelassen bezüglich Vulkan-Pachten. Kaufen geht es auch nicht in Kamtschatka, aber vielleicht pachten, da sind wir, wie gesagt, noch dran. Zu Kamtschatka, also das Krypto-Mining soll dort, wenn man Container vor Ort bringt, sehr, sehr gefährlich sein, weil es dort nämlich große Bären gibt. Bären, also das sind die mit den 4 Tatzen. Und das soll das Mining gefährlich machen, habe ich gehört aus Russland. Aber gut. Zu DeFi. Aber doch nur nachts, ja, während der Ausgangssperre. Tagsüber doch nicht. Tagsüber gibt es ja halt nur Brombeeren und Himbeeren. Ja, und aber ich habe gehört, dass die Bären nachts besoffen sind und darauf deswegen nicht laufen können auf Kamtschatka, aber wegen dem vielen Wodka sei es dahingestellt. Das DeFi-Wachstum wird jetzt wieder oder spiegelt sich jetzt darin, dass Bloomberg, ein Finanzdienstleister, und Galaxy Digital einen DeFi-Index herausgebracht haben. Das deutet darauf hin, dass der DeFi-Markt massiv steigt und solche Finanzdienstleister, Monitoring-Dienstleister wie Bloomberg würden das auch nicht rausbringen, wenn sie dem keine Zukunft beimessen. Weiterhin hat Polygon, die Betreiber des Polygon-Netzwerkes und Matic, haben eine DAO angekündigt, die wahrscheinlich bis zu 100 Millionen Nutzer haben wird. Auch DAO, Decentralized Autonomous Organization, wo dann entsprechende DeFi-Protokolle, DeFi-Angebote über diese DAO verwaltet werden sollen, auch mit einer dezentralen Governance. Und das Thema dezentrale Governance und dezentrale Protokolle, das hat auch viel zu Diskussionen beigetragen. Da hat sich auch der Vitalik Buterin im August mal geäußert. Und aus seiner Sicht gibt es einige oder noch genügend sogenannte dezentrale Protokolle, die aber doch einer relativ zentralen Governance unterliegen. Und das sollte auch nochmal beleuchtet werden, damit man dezentrale Protokolle, sogenannte dezentrale Protokolle, DEXs und so weiter, nicht doch von nur wenigen steuern lässt. Tron und so weiter könnten da ein paar Beispiele sein. Das heißt, das führt schon zur Diskussion. Das ist dann, vor allen Dingen jetzt bei, das kriege ich immer jetzt immer mal so mit, da gibt es viel Kritik an Uniswap selber, denn die haben ja auch so eine Art DAO und diese Grants, von denen wir auch schon bei Oneinch gesprochen haben, also sozusagen diese, wie war jetzt die gute Übersetzung für Grants, Tor? Vergütung würde ich vielleicht sagen, oder? Ja, oder zumindest Belohnung, kann man sich Belohnung genau, da kann man sich also ja, also die Community entscheidet da ja am Ende über diese DAO, für wen solche Vergütungen ausgeschüttet werden. Und da muss ich jetzt schon die nächste Firma dort gemeldet haben, die jetzt was programmieren will, die allerdings ja dann nicht nur für Uniswap was programmiert, sondern ihre ganzen Mitarbeiter damit anscheinend bezahlt. Und da gab es viel Kritik. Das habe ich nur nebenbei mitbekommen. Wirft ein bisschen einen schlechten Schatten auf Uniswap, meiner Meinung nach. Aber Ralf, du hast genickt. Hast du dazu noch was gelesen, gehört? Ja, Uniswap hat zum Beispiel durch die vielen Transaktions- oder relativ hohen Transaktionsgebühren, weil auch viel rübergeht, über 1 Milliarde Umsatz gemacht oder Einnahmen durch Transaktionsgebühren generiert. Das ist viel. Das heißt also, lohnt sich aus meiner Sicht. Ich habe das vorhin schon gesagt, glaube ich. Die N31 Bank, eine deutsche Bank, hat mit dem Projekt NIMIC mit Q hinten dran, ein Oasis-Protokoll entwickelt. Dieses Oasis-Protokoll, dem sollten wir auch mal in DeFi-Podcast widmen. Das soll den Fiat-Geldhandel mit dem dezentralen Finanztransaktionshandel massiv vereinfachen. Ich habe das noch nicht genau verstanden, aber dort sollen Fiat-Geld tokenisiert werden. Und dann mit dem Oasis-Protokoll genannt in Finanztransaktionen umgesetzt werden. Halte ich für sehr interessant und das soll wohl demnächst auch live gehen.
Poly Network, Uniswap, Gebühren hatten wir schon. Meiner Ansicht nach muss ich jetzt nochmal, Solana ist ganz stark gestiegen, auf Solana auch die DEX, die sie dort haben, unheimlich. Radium. Ja, unheimlich stark. Solana hat auch viel positive Beiwald. Dann, was gibt es noch Neues? Die Führung von Kryptowertpapierregistern ist, ich sag mal, jetzt sozusagen angelaufen. Das heißt, auch 1031 hier wieder ein Vorreiter, hat seinen eigenen Aktienindex, den es führen muss, also wer besitzt welche Standardaktie, zuerst auf Blockchain gebracht. Und das ist noch eine Voraussetzung dafür, dass man, Aktien kann man ja noch nicht komplett voll tokenisieren, dass die, wenn die da aber den Aktienindex erstmal auf Blockchain bringen, auch dann gut vorbereitet sind, die Aktie als solche selber auch komplett auf der Blockchain zu halten, was ja bis jetzt nach deutschem Gesetz zumindest noch nicht möglich ist. Auch im DeFi, was ein bisschen das DeFi, wo ich auch ein bisschen den, sag ich mal, den Kopf schüttle, ist der Gary Gensler, der neue SEC-Chef der SEC, also der Security Exchange Commission in den USA. Der hat angekündigt, dass er den DeFi-Space massiv regulieren will. Und hat BlockFi angezählt, müssen wir mal sehen. Also ich glaube, da hat er vielleicht auch einiges noch nicht ganz richtig verstanden, ist meine Meinung. Auf der anderen Seite ist die SEC derzeit, spielt auch, was das Infrastrukturgesetz in den USA betrifft, keine gute Rolle. Ja, dass die Ankündigung, dass man dort alles besteuern und kontrollieren und mit KYC versehen will, ist erstmal da. Wie die genaue Ausgestaltung dann aussieht, das wird sich noch ergeben. Und dann gerade heute vorhin habe ich gehört, es könnte einen neuen Superhack geben. Oder gelesen habe ich es auch auf der Bilaxy Exchange. Ja. Bilaxy oder Bilaxy ist relativ unbekannt, aber es könnte sein, dass dort bis zu einem Wert von 450 Millionen US-Dollar, dass es dort einen realen Hack geben wird. Die sind wohl offline gegangen heute oder in der Nacht von heute, von gestern zu heute. Und werden das wahrscheinlich Sonntag zu Montag, ja. Ja, bis zu 2 Wochen offline sein, um die Dinge dort zu sichten erstmal. Ja. Da muss man jetzt fast schon von Glück reden, dass der gesamte Kryptospace so groß geworden ist, dass dadurch nicht der Bitcoin-Preis so abstürzt wie damals bei Mt. Gox, dass es jetzt mittlerweile schon so viele Börsen gibt, dass das fast schon ausgefedert wird, ne? Insgesamt scheinen ja alle negativen Ankündigungen, die es jetzt im August gab, auch die der SEC, die haben den Bitcoin-Preis überhaupt nicht zucken lassen. Im Gegenteil, er ist eigentlich dann im Laufe der letzten 2 Wochen kontinuierlich bergauf gegangen. Und selbst so eine schreckliche Ankündigung wie diese Infrastrukturgesetzregulierung in den USA hat nicht dazu geführt, dass es dem Bitcoin irgendwie was angetan hat. Das spricht auch für eine massive Ausweitung der Nutzerschaft. Und ich würde auch eher sagen, die Leute, die größte Summe in Bitcoin investiert haben, haben halt auch ein besseres Verständnis, wie Bitcoin funktioniert. Ja, auch das. Und es gibt immer mehr institutionelle Anleger, wie BlackRock haben wir ja vorhin schon gesagt. Das heißt, dort werden jetzt eine massive Geld- und Werteschwemme wird einsetzen, was dazu führt, dass Bitcoin und Co. Zumindest die Top 20 Altcoins massiv ansteigen. Bitcoin oder Krypto ist halt neutral und erlaubnisfrei. Das heißt, man kann leider auch niemanden ausschließen. Ja. Zum Glück. Ja, dann noch was. ein Token, der im Rahmen des August oder eigentlich kann man dieses Jahr sagen, eigentlich schon um 5.000%, nicht nur im August, sondern dieses Jahr, aber der sich jetzt unter die Top 10 bewegt hat, ist Terra Luna. Terra als sogenanntes dezentrales Finanznetzwerk. Ich hatte das bis vor 6 Wochen überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe das immer mal gesehen, Terra, ja, und der Luna-Token. Aber die bezeichnen sich ja selber als eine Dezentralbank.
Wir sollten das vielleicht auch mal ein bisschen näher beleuchten in einem unserer zukünftigen DeFi-Podcasts. Was steckt denn da wirklich da dahinter? Sind das nur Stablecoins, die gestabelt werden mit Algorithmen, oder ist das viel, viel mehr? Was ist ein Collateral der Luna Token? Was zeichnet den aus? Ja, können wir gerne machen. Klingt gut. Gut, ja. Wer macht's? Wir können es gerne machen. Mario? Ja, na klar. Gucken wir, machen wir es vielleicht dann als Tutorial. Müssen wir uns das mal angucken. Da treffen wir uns zu dritt mal und machen mal ein kleines Hands-on wieder. Da war wieder was nicht für Spotify, Apple Podcasts und so ist, sondern was mal wieder als Video geguckt werden kann, damit man sich mal wieder einen Nachmittag bzw. einen Abend gefüllt bekommt. Naja, vielleicht finden wir auch jemanden, der sich das auch ein bisschen auskennt. Müssen wir schauen. Wir strecken unsere Fühler aus. Also seid gespannt, bis wann wir das machen. Oder der Aufruf an unsere Zuhörer und Zuschauerschaft, wenn ihr jemanden kennt, der sich damit auskennt, meldet euch bei uns oder fragt denjenigen, ob er sich bei uns melden mag und wir dann das Ganze mal in einem Podcast oder in einem Tutorial behandeln werden. Jetzt haben wir so lange über Hex geredet, jetzt habe ich doch noch was. Heute, ich habe es auch im Chat schon geschrieben, wurde mal wieder das Cream-Protokoll gehackt. Und was mir ein Bitcoin-Whale heute wieder zugeschickt hat, das hatte ich vor 2-3 Tagen auch gelesen, das Ethereum-Netzwerk hat mal wieder einen Chain-Split durchgeführt letztens, weil 54%... Das ist aber ein Update bzw. ein Programmierfehler in dem Ethereum-Client Gaze. Und das ist einfach der meist verbreitetste. Und weil dort nicht schnell genug abgedatet worden ist. Da waren 54% der Nodes waren sozusagen nicht up to date. Da konnte es passieren, dass sozusagen zwei Ketten nebeneinander liefen, und da konnte es auch dazu kommen, dass da Funds, also dass da Ethereum verloren gegangen ist. Also das war im Prinzip ein Exploit, der gefunden wurde, der gepatcht wurde, und der wurde nicht schnell genug gepatcht. Da gab es also jemanden, der einen Black Hat, also der das ausgenutzt hat, nach meinen Informationen, die ich bisher habe. Ja. Und warst du das, weil du ja heute auch ein schwarzes Nicky an hast? Ich habe zwar ein schwarzes T-Shirt, aber weiterhin White Hat auf dem Kopf. Ja. Okay. Ja. Ich bin ja auch ein White Hat, aber bei mir sind das schon, weil die Haare graut sind. Ja. Also du bist also der Grey Hat sozusagen. Du bist zwischen wie der graue Jedi dazwischen, ja? Ja, ich bin, wie nennt man das bei Star Wars, wie hieß der alte kleine Mann da? Der Yoda. Der Yoda, ja, ein grauer Yoda, ja. Wenn ihr jetzt keine anderen wichtigen Themen mehr habt, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Folie. Einmal, bevor der Tor jetzt ungeduldig wird, ich muss noch sagen, weil der Ralf Matik angesprochen hat, wir hatten ja den Podcast mit dem Jan Bittner. Ich gucke noch mal ganz kurz nach, das war unser 19. Podcast, da hat er uns ja auch Polygon und Matik gezeigt. Und da hat er uns gezeigt, wie er ein bisschen mit Aave gearbeitet hat. Ich habe diesen Monat mal ein bisschen auf Polygon mich mal ein bisschen was rübergebridged sozusagen, also was von Ethereum auf Polygon geschoben, und habe da mal ein bisschen rumgespielt. Und ich muss sagen, wenn man da nicht mit jeder Transaktion 20, 30 Dollar bezahlt, da macht uns sondern nur einen Bruchteil eines Cents, da macht Blockchain und dezentrale Finanzen wieder richtig Spaß. Also da kann man für einen Bruchteil von Centbeträgen sozusagen wieder Transaktionen losschicken, und das geht schön schnell und das ist einfach und das ist billig. Das ist das, wie es eigentlich sein sollte. Deswegen nochmal, ich hoffe, es kommt bald mal eine Verbesserung, dass auch auf der Ethereum-Blockchain die Transaktionen irgendwann mal wieder billiger werden. Weil du gerade Aave sagst, es gibt auch noch eine Neuigkeit von Avalanche, AVAX. Ja. Die investieren 180 Millionen Dollar auch in DeFi, um dort ein Liquidity Mining Programm. Das lief jetzt über die letzten Tage sozusagen. Da siehst du, wenn du den Preis dir anguckst von AVAX oder auch von Joe, das ist eine dezentrale Börse auf Avalanche, die sind ganz schön gestiegen. Allerdings findet mittlerweile schon wieder die Rotation in Phantom, also in den FTM-Token und das Phantom-Ökosystem statt. Die Avalanche-Token, die sinken sozusagen gerade wieder alle, weil alle großen Twitter-Influencer und die Ethereum-Whales, also die Wale, sich jetzt auf Phantom gerade jetzt hinbewegen. Das Geld schwappt also hin und her jetzt
es ging erst von Ethereum und dann ging es auf die Binance Smart Chain letztes Jahr, dann ging es jetzt auf Avalanche, jetzt schwappt es wieder auf Phantom. Mal gucken, wann es rüber schwappt zu Cardano, wenn die dann endlich mal ihre Smart Contracts online nehmen. Aber hast du recht, die 180 Millionen haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Avalanche da ziemlich viel Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und die Bridge hat sehr einfach funktioniert. Auch auf Avalanche habe ich mich mal umgeschaut ein bisschen. Mhm. Ging sehr einfach. Hat $10 gekostet am Ende in Ethereum, um ein bisschen DAI da auf die Avalanche Blockchain zu bewegen. Und die Seite davon war auch sehr nutzerfreundlich, muss ich sagen. Aha, naja, gut. Ich wäre jetzt so mit meinen Neuigkeiten vorbei, bevor wir weitergehen. Ja. Wir sollten auch nochmal, oder vielleicht am Ende, wenn die andere Seite, die jetzt noch kommt, da sind wir alle gespannt, sollten wir auch noch einen Ausblick geben, was so als nächstes an Veranstaltungen und Themen geplant ist. Das ist unsere vorletzte Folie mit. Genau, bevor der Tor jetzt aber platzt, würde man sagen, sind wir sozusagen mit den Neuigkeiten aus der Kryptowelt für August fertig. Und der Tor bringt uns jetzt wieder das zeitlose Thema näher. Tor, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, aber platzen tue ich nicht, ich habe nicht so viel gegessen. Das wirkte so. Eine Verspannung, nicht der Bauch. Ich bin ja gar nicht zu Wort gekommen, weil ihr heute irgendwie so Redewasser getrunken habt und wie Wasserfälle redet. Und an den Wasserfällen war ich am Wochenende baden. Hast du dich sozusagen heute in unseren Wortschwallen gebadet, das ist auch gut. Ja, zwangsweise. Ja. So, heute das als zeitloses Thema. Ich habe ja letztens mal in einem anderen Monatsrückblick habe ich ja über das Zentralbank-Trilemma geredet. Da habe ich ja auch mal kurz das Blockchain-Trilemma erwähnt. Und heute habe ich mir als Thema ausgesucht das Blockchain-Trilemma. Nochmal zur Erinnerung. Ein Trilemma sind drei Parameter, von denen man nur zwei gut in eine positive Richtung beeinflussen kann. Und der dritte Parameter ist dann einfach nicht mehr so gut zu steuern. Und bei den Blockchains ist es halt so, man will, dass die sicher sind. Man will, dass die skalieren. Ist ja auch ein Punkt bei Ethereum vor allen Dingen, auch bei Bitcoin. Und man will natürlich auch, dass die dezentral sind. Und es geht entweder nur Sicherheit und Skalierung, dann ist das Ganze zentral und nicht dezentral, oder es geht dezentral und sicher, dann skaliert es aber nicht. So, und das ist so ein Spannungsdreieck, was man, wie gesagt, bei Zentralbanken hat, was man auch bei der Blockchain hat und was man natürlich auch in anderen Bereichen hat. Und das war das zeitlose Thema. Wer da ein bisschen mehr wissen will, muss ich jetzt mal wieder ein bisschen Werbung machen. Gibt es in meinem Buch Dezentrales Geld. Da gibt es noch die erste Auflage und es gibt auch noch, oder es nicht noch, es gibt auch schon die zweite Auflage. Da erkläre ich beide Trilemmas ausführlich. Da fällt mir auch was ein. Ich erkenne da noch ein weiteres Trilemma. Du hast zwar ein Buch geschrieben, Dezentrales Geld, aber alle, die dieses Buch Dezentrales Geld, nämlich dezentral, kaufen, die landen auch in dem Dilemma, das Geld, was sie dafür bezahlen, landet zentral bei dir. Das ist richtig. Wir könnten auch noch ein anderes Trilemma aufmachen, nämlich wir drei. Ja, das war heute eher in Richtung Ralf und mich sozusagen, trilemmiert. Ja. Nee, es können immer nur zwei reden und wenn der dritte da auch noch reinquatscht, versteht niemand etwas. Ja, wenn deswegen haben wir nicht abgeschalten. Wenn zwei reden, versteht wenigstens jeder noch sich selbst und kann hören, dass ein anderer was gesagt hat, aber naja. Aber für dieses Trilemma gibt es eine Lösung und die haben wir heute präsentiert. Wir schalten dich ab und dann sind wir beide, nämlich der Mayo und ich, zu verstehen. Das ist eine tolle Idee und beim nächsten Mal schalten wir dann dich ab, Ralf. Oder wir machen wieder einen Podcast zu rechtlichen Themen. Da warst du nämlich auch ganz still, als ich mit dem Thomas Nägel zugange war. Shots fired, Leute. Jetzt sollten wir mal lieber sozusagen in die vorletzte angekündigte Folge gehen, bevor es hier noch ganz wild wird. Nämlich in den Ausblick für die nächsten Monate und die nächsten Podcasts, die wir hier so geplant haben. Mit der Planung seid ja eher ihr beiden immer beschäftigt. Erzähl doch mal bitte, was gibt es denn als nächstes auf die Ohren für mich und für unsere Zuschauer? Ja, erstmal nehmen wir das Blockchain-Meetup Saxony, was ja zusammen im September und dann auch im Oktober mit dem DeFi.jetzt-Podcast geplant wird. Zum einen Mittwoch dieser Woche, 1. September,
gibt es Versicherungen auf der Blockchain, Decentralized Insurance genannt. Etherisk wird uns einen Vortrag halten, Christoph Musenbrock, der CEO von Etherisk. Und anschließend gibt es eine Blockchain-Café-Diskussion mit vielen interessanten Teilnehmern. Christoph Musenbrock, dann ein dezentrales Versicherungsprojekt von der Hochschule Mittweida, jemand von der R&V-Versicherung und dann auch noch jemand von wahrscheinlich von einer Volksbank. Das kommt dann jetzt natürlich ganz drauf an, wie schnell wir das jetzt geschnitten bekommen, diese Episode, ob das jetzt schon, ob das noch stattfindet, weil das ist jetzt dann schon übermorgen, oder ob das schon stattgefunden hat. Auf jeden Fall teilen wir den Link dazu, zu dieser Veranstaltung. Ja, damit das immer schnell geschnitten wird, haben wir uns im Following the Sun-Prinzip verteilt auf dieser Welt. Ja. Wir haben ja deswegen den Tor nach Costa Rica geschickt. Der hat dann einfach, nachdem wir hier mit dem Podcast fertig sind, bei ihm ist es früher morgen, den ganzen Tag Stunden, Zeit. Sieben ja. Stunden, den ganzen Tag Zeit, das zu schneiden. Und dann, wenn wir wieder aufwachen, dann ist das früh fertig. Das ist wie im britischen Königreich. Bei Defi.jetzt geht die Sonne nie unter, sozusagen. Ja, genau. Ja. Es wird im September ein weiteres Blockchain-Meetup 6 Uni geben in Zusammenwirkung mit Defi.jetzt. Das ist das 50. Das heißt, das Blockchain-Meetup Saxony von mir gegründet wird 50. Und dort geht es um digitale Zentralbankwährungen und Privatsphäre. Wie passt das zueinander? Ist das überhaupt möglich? Und dort wird erklärt, wie man mit Hilfe von Zero-Knowledge-Technologien das schaffen könnte. Und da wird es anschließend auch nach einem Vortrag des Fraunhofer-Fick-Instituts eine Diskussion geben mit vielen interessanten Teilnehmern. Unter anderem ein Verfasser des Buches Dezentrale Finance, dezentrales Geld wird dabei sein. Davon habe ich viel Gutes gehört bisher. Ja, ich hoffe auch, dass wir einen Bundesbanker noch dazu bekommen. Da bin ich derzeit dran. Ein, zwei Professoren. Einer hat schon zugesagt, der Professor Jens Strüker, Leiter des Fraunhofer FIT, eventuell noch den Leiter des Blockchain Competence Centers, den Andreas Ittner. Das ist noch ein bisschen wackelig, aber ich werde ihn überzeugen. Und im September findet auch dieses 50. Blockchain Meetup im Rahmen der, in der Mitte der dritten oder vierten Blockchain Autumn School der Hochschule Mittweida statt. Für den Oktober können wir jetzt schon auch sagen, gibt es einen Ausblick, wo wahrscheinlich wir das Meetup unter das Thema Tokenisierung und Token Economy stellen. Und das werden auch hoffentlich dann zwei Themen, kann ich mir vorstellen, auch für unseren Podcast werden, wo wir daraus ableiten, Decentralized Finance Themen, Token Economy, Tokenisierung, hier was vorstellen werden. Ja, das von mir. Thor? Ich denke mal, die beiden Meetups, jetzt das erste im September die Nummer 49 und dann die Nummer 51 ist dann wieder eine Gemeinschaftsveranstaltung auch mit der Meetup, Krypto Meetup Stuttgart und Defi.jetzt. Wir sind logischerweise auch immer mit 6 Ohren und 6 Augen dabei. Genau, ja. Klingt gut. Kommen wir sozusagen zum Ende jetzt. Unsere Erreichbarkeiten und der Abschluss des Ganzen. Wollt ihr das machen oder soll ich das jetzt wieder erzählen einfach? Du immer, Mario. Na klar, dann mache ich wieder den Abschluss. Machen wir so. Ja, also sage ich erstmal danke, dass ihr uns zugehört habt. Aber erstmal kommen wir sozusagen, erreicht uns weiterhin auf www.defi.jetzt. Dort habt ihr alle unsere Episoden und alle unsere Podcasts, die ihr jetzt bisher habt, alle unsere Audiodateien und auch alle Tutorials. Uns gibt es natürlich, wie gesagt, ich sage es nochmal, auf Telegram unter t.me/defi-jetzt habt ihr unseren Kanal. Dort wird immer wieder gepostet, wenn wir was veröffentlichen. Und noch viel interessanter, da passiert jetzt die letzten Tage immer ein bisschen mehr, im Chat von uns, da könnt ihr mit uns schreiben, unter t.me/defi-chat. Kommt gerne dazu, stellt uns Fragen, gibt Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel heute. Vom Aal habe ich gelesen hier, der Ralf soll sich bitte ein neues Mikrofon holen. Hat er auch gleich realisiert. Sehr gut, sehr gut. Das freut, das wird alle freuen. Auch ich habe hier heute im Video mein Mikrofon drinne, denn das wurde zwar nicht im Chat geschrieben, allerdings wurde mir das persönlich gesagt beim Umkreis, dass auch meine Tonqualität sehr schlecht ist. Ich muss da mal gucken, wie man das verbessern kann.
vielleicht mal ein paar Bilder an die Wand bringen oder einen Teppich kaufen, habe ich gehört, soll auch helfen. Mal gucken. Und aber gute Nachrichten, das hatte ich auch schon im Chat und auch schon im Kanal geschrieben. Ich habe es hingekriegt, dass wir auch endlich bei Apple Podcasts zur Verfügung stehen. Also an alle iTunes und alle iPhone-Haber, hört uns gerne auch bei Apple Podcasts und damit dann auch bei Pocket Casts oder bei Breaker an. Und vor allen Dingen, das Wichtige bei Apple Podcasts, da kann man ja Bewertungen geben. Gebt uns gerne 5 Sterne, dann findet man uns auch besser. Und das hilft uns sozusagen einfach, damit wir besser gefunden werden und damit noch mehr Zuhörer an unserem Wissen teilhaben und partizipieren können. Ne? Und ansonsten gibt es uns weiterhin auch bei Spotify. Mario, das verstehe ich jetzt nicht. Warum willst du die Hörer auf 5 Sterne begrenzen? Die können uns doch auch 7 oder 9 Sterne auf iTunes geben. So viele gibt uns so viele Sterne, wie es geht. Also wenn er den Knopf für 9, 7 oder 10 Sterne findet, drückt doch gerne den. Gebt uns so viele Sterne von so vielen Sternen, beziehungsweise bewertet uns bitte so, wie wir natürlich sind. Aber wir geben uns ja alle Mühe, also in 5 Sterne sollte schon drin sein. Ja, aber ihr merkt darum, der Mario sieht gerne Sterne, also helft ihm dabei. Genau. Und Mario, du hast noch was vergessen. Auf YouTube sind wir natürlich auch, weil ich die Videos auch auf meinen YouTube-Kanal mit hochlade. Und wenn es ein Tutorial gibt, dann schneide ich die beide zusammen. Das Gespräch und das Tutorial gibt es dann in einer Sendung, in einer Ausstrahlung. Also falls ihr auch Ralfs grauen Hut, meinen weißen Hut und Thors glänzenden Hut sehen wollt, dann könnt ihr auch euch die Videos auf YouTube angucken, genau. Ja, und damit bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr jetzt wieder mit von der Partie wart, beziehungsweise ich bedanke mich bei euch allen, die uns zuhören oder auch zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war heute eine wilde und interessante und spannende Folge. Ich bin froh, dass der Thor sein Internet wieder in Ordnung bekommen hat. Und jetzt wünsche ich erstmal euch beiden einen schönen Abend. Allen, die jetzt das zuhören, noch einen schönen Tag und bis bald. Ja, und auch grüßt uns den wilden Thor im wilden Costa Rica. Ne? Ja, tschüss. Also, und ich habe jetzt Beschäftigung, ich darf das Ganze wieder schneiden. So ein Glück. Bis dann. Ein schnickiger Kerl. Unser Tor ist schnickig von vorne bis hinten. Ihr habt heute Redewasser getrunken und ich bin kaum zu Wort gekommen. Aber naja. Kannst deine Kraft, das jetzt gespart jetzt für das sozusagen fürs Schneiden. Und der Mario will Sterne sehen, helft ihm dabei. Ich werde mich dann mit Anmerkungen im Video rächen. Schön. Also bis zum nächsten Mal. Ade. Und seid gespannt, wen wir ab der nächsten Folge suchen. Satoshi Nakamoto ist es nicht mehr. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.